Die vielfältige Welt der Blumen wird seit einigen Tagen bei Floradies präsentiert. Auf einer Fläche von über 2000 Quadratmetern sind Pflanzen aus aller Herren Länder in allen erdenklichen Farben, Formen und Größen erhältlich. Eine Auswahl, mit der sich mühelos jeder Garten, Balkon, Terrasse oder Wintergarten in ein blühendes Paradies verwandeln lässt. Das Einzugsgebiet ist da sehr gut. Schlüsselberg, Christkirchen, Wahlland, Bad Schollerbach, Galsbach, da wohnen einfach sehr viele Menschen in dem Gebiet und fahren dann zum Hofer Spar oder nach Christkirchen ins Einkaufen und da kommen dann auch bei uns viel vorbei. Das Schöne für mich, mit Pflanzen zu arbeiten, ist auf jeden Fall das, dass es ein lebendes Produkt ist, das an und für sich ja gar nicht so vorprogrammiert ist, was passiert, wenn man eine Pflanze zurückschneidet oder so, sondern dass man sich da wirklich immer wieder überraschen lassen kann, wie die Pflanzen austreiben und wie sie dann gedeihen und blühen. Wir sind ein erweiterter Familienbetrieb und wir versuchen, besser zu sein in der Beratung, in der Ausführung und eben die Kundschaften sehr zufriedenzustellen. Neben einer Riesenauswahl an Pflanzen bietet Floradies auch frische Blumensträuße nach Wunsch, Zubehör, pfiffige saisonale Dekorationsideen und natürlich steht Ihnen das 11-köpfige Team gerne bei Ihrem Einkauf mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind insgesamt jetzt 3 Gärtnermeister im Betrieb und ich habe das Glück gehabt, dass ich beim Neustart das ganze Personal, Fachpersonal gefunden habe. Das heißt, wir haben lauter Gärtner oder Floristinnen ausgebildete und dann ist auch eine Fachberatung natürlich auch für die Kunden gewährleistet. Besonders jetzt im Herbst bringen Blumen Farbe in den Alltag. Gelb, Orange oder Tiefrot. Bei Floradies stellen sich die Herbstboten in ihrer ganzen Farbenpracht vor. Für den Herbst im Garten werden Blumenzwiebeln eingelegt, die im Frühjahr blühen. Dann die Eingänge werden verschönert durch herbstlich bepflanzte Schalen mit Chrysanthemen und Eriken, auch anderen Grünpflanzen. Und man muss die Kübelpflanzen schön langsam in die Garagen oder in die Unterkünfte bringen. Und somit bleibt der schöne Eindruck des Hauses erhalten, wenn viele bepflanzte herbstliche Schalen oder Ähnliches vor den Eingängen und in den Gärten stehen. Geöffnet hat Floradies in Schlüsselberg täglich von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, an Samstagen bis 16.30 Uhr. 50 eigene Parkplätze garantieren einen besonders bequemen Pflanzenkauf. Also ich bin jetzt das erste Mal da, mir gefällt es ganz gut. Ja, ich glaube, dass schon sowas gefällt. Es hat nur was in der Stadt drinnen gegeben. Und weil eben da so viele Geschäfte waren, sind, ist das schon klasse, dass da sowas auch gibt heraus. Ja, wir sind gerade dabei, den Garten herbstlich zu gestalten und haben deshalb mal geschaut, was für Angebot das da gibt. Und sehen Sie, wir haben Stiefmütterchen, Erika. Also wir sind fündig geworden.